Hallo und herzlich willkommen zu Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet seid und dass wir jetzt, also hier auf www.julmedia.de, dass ihr heute weiter studieren könnt in Johannes 8. Das Kapitel ist lang, aber nicht nur lang, es ist vor allem tief. Nicht wahr? Und deswegen kann man da nicht oberflächlich schnell drüber schwimmen, muss man hineintauchen. Und heute kommen wir an eine richtig, würde ich sagen, heiße Stelle, aber an einen neuralgischen Punkt. Es ist ja ganz viel Wahrheit und ganz viel Tiefes in diesem Kapitel. Auch in den letzten Versen, die wir studiert haben, haben wir das gesehen. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns auch in den nächsten Versen leitet, dass wir Jesus und sein Wort und seine Person, sein Wesen besser verstehen können. Und wir wollen dazu niederknien, wenn es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir das Evangelium haben. Und danke, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, gemeinsam darüber nachzudenken und von dir unterrichtet zu werden. Wir möchten dich bitten, dass die Worte, die wir lesen, unser Herz erreichen, dass du uns die Ohren und das Herz öffnest, dass wir verstehen, was der Heilige Geist uns jetzt sagen möchte, dass wir verstehen, was es bedeutet, dich zum Vater zu haben und deine Kinder zu sein. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Johannes Kapitel 8. Das letzte Mal haben wir vor der Ferienpause uns die Verse 37 bis 40 angeschaut. Nicht wahr? Erinnert euch an die ganze Sache, nicht wahr? Jesus hatte mit den Pharisäern dieses Gespräch, diesen Disput, und während er dann einige Sätze gesagt hat, haben einige andere an ihn geglaubt, nicht wahr? Und Jesus hat dann diesen Mut zugesprochen, und als er ihnen gesagt hat, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann wird euch die Wahrheit frei machen, dann seid ihr wirklich meine Jünger, haben die Pharisäer, die an ihn geglaubt haben, als Pharisäer gesagt, wir sind niemals irgendjemandes Sklaven gewesen, ja, und wollten ihn damit diskreditieren, wollten seine Botschaft unterminieren. Und Jesus macht dann deutlich, dass sie sehr wohl Sklaven sind, dass nämlich jeder, der die Sünde tut, ein Knecht der Sünde ist. Und dann zeigt er ganz deutlich, dass er gekommen ist, um sie nicht frei zu machen von der Römerherrschaft, sondern frei zu machen von der Sünde. Nicht wahr? Dieser berühmte Satz, den wir auch angeschaut haben, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und dann hat er aber doch diesen Gedanken aufgenommen, den sie gesagt haben, wir sind Abrahams Same. Und hat, also nachdem er diesen ersten Punkt deutlich gemacht hat, warum er da ist und wie er sich frei machen möchte von der Sünde, hat er jetzt erklärt, was es mit Abrahams Same wirklich auf sich hat. Ja? Wir haben gesehen, nicht alle, die von Abrahams Same kommen, sind Abrahams Kinder. Ja, nicht alle, die genetisch von Abraham abstammen, sind echte Israeliten. Und das hat er ihnen versucht sehr deutlich zu machen, und er zeigt ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, woran würde man das erkennen? Dass sie geistliche Kinder Abrahams sind, das haben wir letztes Mal gesehen. Ja, das stimmt, genau. Er sagt, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, würdet ihr Abrahams Werke tun. Ihr seid Abrahams Kinder nicht dann, wenn ihr von ihm abstammt, sondern wenn ihr so glaubt und so das tut, was er getan hat. Wir haben gesehen, die Werke des Abrahams waren Werke des Glaubens. Ja, Jakobus sagt ganz deutlich, dass aus Glauben hat er dann den Isaak geopfert. Ja, das war ein Werk, aber ein Werk des Glaubens. Ja. Und sie dagegen haben was ganz anderes vor, nämlich was haben sie vor? Sie wollen Jesus töten, und Jesus sagt, das hat Abraham nicht vorgehabt. Ja? Das hat Abraham nicht getan, damit haben wir aufgehört. Also Jesus macht wieder ganz deutlich, ihr erinnert euch daran, wo er gesagt hat, ich bin von oben, ihr seid von unten. Ja? Geist, Fleisch, zeigt jetzt, was wahre Kinder Abrahams sind und dass diese rein genetische Abstammung von Abraham nichts nützt. Jedenfalls nicht im Sinne des Evangeliums. Vers 41. Wer mag mal lesen? Johannes 8, Vers 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehrlich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Da sprach genau, bis dahin. Jesus sagt also, interessanterweise, also sie haben ja gesagt, wir sind Abrahams Kinder, nicht wahr? Das war die Idee. Aber Jesus sagt, Abrahams Kinder tun Abrahams Werke. Aber das, was ihr plant, der Mord, das ist nicht Abrahams Werk. Ja?
Das hat Abraham nicht gemacht. Also sind eure Werke die eines anderen Vaters. Also Abraham, ja. Ein anderer Vater. Er sagt erstmal nur Vater. Er sagt nur, es ist nicht Abraham. Weil das sieht man deutlich in euren Werken. Er sagt nur, ihr tut die Werke eures Vaters. Hier sieht man, wie Jesus jetzt so Punkt für Punkt, Schritt für Schritt diesen Gedanken entwickelt. Ja? Er fällt nicht mit der Tür ins Haus und sagt, puff. Ja? Es braucht, das Gespräch geht ja los an Vers 13, nicht wahr? Wir werden noch sehen, es braucht über 30 Verse, bis Jesus dann wirklich an den ganz heißen Punkt kommt und ihnen die Wahrheit ins Gesicht sagt. Er baut das Stück für Stück auf und gibt ihnen viele Gelegenheiten, ihn anzunehmen, ja, und zu erkennen, Mensch, der weiß, was wir vorhaben, der kennt und meine Gedanken, ja, er hält ihnen den Spiegel vor, ja, und so sagt er, deutet er jetzt an, ihr habt einen anderen Vater und ihre Werke bezeugen dies. Das haben wir in Vers 38 gesehen. Schaut mal in Vers 38 nochmal, was sagt er da? Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Ja? Also hier steht er eigentlich als Vater Gott. Nicht wahr? Das ist ja der eigentliche Vater. Und Jesus sagt, ich bin von oben. Ja? Ich kenne Gott und ich tue das, was Gott mir gezeigt hat. Ich rede das, was Gott mir gesagt hat. Aber ihr redet nicht das, was Gott tut. Ihr redet nicht so, wie Gläubige reden und tun. Ihr habt einen anderen Vater. Und jetzt achtet mal auf die Antwort. Jetzt in sich. Was sagen die? Eigentlich, glaube ich, braucht man an dieser Stelle, bräuchte man eine Audiobibel, und zwar die Originalaufnahme, wie sie das gesagt haben. Denn ich denke, sie haben es ungefähr so ausgesprochen. Wir sind nicht unehelich geboren. Wen wollten sie damit treffen? Du bist ein uneheliches Kind. Wir nicht. Könnt ihr das sehen? Ein direkter, also das ist in der Rhetorik nennt man das Ad hominem, ein Ad hominem Argument. Wenn man keine Sachargumente hat, keine inhaltlichen Argumente, wenn man einfach versucht, den Menschen schlecht zu machen, ja? Wenn man sagt, ah, du bist sowieso, also du hast diesen Fehler gemacht oder diesen Fehler, ja, und deswegen kann man dir nicht vertrauen. Es ist also eine Schmutzkampagne, ja. Das ist immer wenn US-Präsidentenwahl ist, dann ist das hat das Hochkonjunktur, ja. Da geht es wenig um Inhalte, sondern da werden die Leute mit Dreck beworfen. Wir sind nicht unehelich geboren. Und das ist natürlich auch, ihr dürft nicht vergessen, da sind immer noch ganz viele Leute, die ihm zuhören. Und das sind Leute, die gerade zum Glauben an ihn kommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also seht ihr, wie sehr der Satan da wirkt? Das sind Menschen, die kommen gerade zum Glauben an Jesus. Jesus will ihnen deutlich machen, ich kann euch die Sünden vergeben, ich kann euch frei machen. Und die bekämpfen, sie bekämpfen erst mit quasi national-theologischen Argumenten. Als das nichts hilft, fangen sie an, seinen Charakter und sein Wesen so richtig in den Dreck zu ziehen, und zwar öffentlich. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was der Satan auch tun wird in der Endzeit, um uns in den Dreck zu ziehen. Ja, also da hat man hier, so, Jesus sagt, der Knecht ist nicht über dem Meister. Ja, also diese Geschichten sind ja auch dazu da, um uns deutlich zu machen, wenn wir für die Wahrheit eintreten, für das Evangelium, was der Satan alles so auf der Palette hat. Da sind also nicht wahr vermeintlich theologische Argumente, nicht wahr den Nationalstolz, so nicht wahr, wir sind niemals Sklaven von irgendjemandem gewesen. Und jetzt wird hier Jesus selbst angegriffen. Ellen White sagt, diese Worte waren eine Anspielung auf die Umstände seiner Geburt und waren gedacht als ein Angriff gegen Christus in der Gegenwart derjenigen, die angefangen haben, an ihn zu glauben. Und das ist übrigens ein Beweis, dass, wie wir das letztes Mal auch schon deutlich oder die letzten Male deutlich ausstudiert haben, dass diejenigen, die an ihn glauben, nicht die sind, zu denen Jesus dann sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Ja? Das wird oft in den Predigten falsch dargestellt, aber es sind drei Gruppen. Es ist Jesus, es sind die, die an ihn glauben, und es sind die Pharisäer. Das ist dieses Dreiergespräch sozusagen. Und diese Pharisäer als Instrumente Satans wollen jetzt hier da einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Und interessanterweise sagen sie jetzt nicht, wir haben Abraham zum Vater, sondern sie sagen, wir haben wen zum Vater? Ist das nicht absolut unfassbar, was hier eigentlich steht? Sie sagen,
wir sind nicht unehelich geboren, wir haben Gott zum Vater. Sie wollen also eigentlich ja deutlich machen, du hast eine schlechtere Geburt als wir. Aber was ist die Wahrheit? Wie ist Jesus geboren worden? Er ist der Einzige, der im höchsten Sinne Gott zu seinem Vater hat. Er könnte, also wenn ich Jesus gewesen wäre, nicht wahr? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich bin derjenige, versteht ihr, ich meine? Man hätte, das erträgt man ja fast gar nicht, so viel Unverstand. Das ist ja, der Satan dreht es genau um. Denn Jesus war ja, er war wirklich Gottes Sohn, denn seine Geburt war durch Gott. Ja? Aber wisst ihr, wie Jesus auf diesen Angriff reagiert? Gar nicht. Er geht gar nicht drauf ein. Er versucht es nicht richtig zu stellen. Er sagt nicht, nee, Moment mal, ja, hier so war es eigentlich wirklich. Er sagt nicht, wenn ihr wüsstet, ja, ich bin in Wirklichkeit. Er sagt in Vers 42, da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Er verteidigt sich gar nicht. Verteidigt nicht mehr seine Mutter. Obwohl er vor der ganzen Öffentlichkeit angegriffen worden ist. Er sagt nicht, so aber nicht. Respekt oder so. Und das ist interessant. Jesus hat sich nicht verteidigt, hat nicht diese Schmutzkampagne vielleicht noch mitgemacht und so ein bisschen zurückgestänkert oder so. Er hat es einfach ignoriert. Und entsprechend ist das ins Leere gelaufen. Er hat, als der Angriff kam, war zur Seite gegangen, hat den Angriff durchlaufen lassen. Und das ist eigentlich nur mit einer einzigen Bedingung möglich. Wenn das eigene Ich so tot ist, dass es nicht zurückkämpfen will. Solange es ein bisschen lebendig ist, lass mich in Ruhe, ja, stimmt nicht, falsch. Aber in dem Moment, wo wir unser Ich in Gottes Hand legen und wissen, dass er für unsere Ehre sorgt, dass er für unseren Ruf sorgt, können wir es Gott in die Hand geben. Und Jesus wurde hier wirklich aufs Schlimmste geschmäht und hat es Gott in die Hand gegeben. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wie er das macht. Stattdessen will er ihn deutlich machen, nicht wahr? Wenn ihr wirklich Gott zu eurem Vater hättet, nicht wahr? Woran würde man das erkennen? Dass ihr mich liebt. Schaut mal mit mir in Johannes 5, Vers 23. Das war ja, nicht wahr, anderthalb Jahre zuvor gewesen. Johannes 5, Vers 23, auch zu diesen Pharisäern im Sanhedrin. Damit alle, die den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ja. Weil Jesus will ihn deutlich machen, ich bin ja so wie Gott. Er zeigt ja Gottes Wesen. Und wenn ihr mich nicht liebt, dann liebt ihr Gott gar nicht. Das heißt, die Pharisäer dachten, dass sie Gott lieben und sie haben ihn gar nicht geliebt. Es gibt kaum eine schlimmere Verführung, als zu denken, ja, ich liebe ja Gott. Ja, natürlich liebe ich Gott. Und man liebt ihn gar nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, woher weiß ich denn, dass ich ihn liebe? Schaut mal 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5. Vers 1. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, also wer Gott liebt, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist, also auch die anderen Wiedergeborenen. Was sagt Jesus? An der Liebe, die ihr untereinander habt, wird man euch erkennen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gefragt, hätten die Pharisäer Jesus deswegen lieben sollen, weil er Gottes Sohn ist? Ja, auch. Ja. Aber nicht nur, oder? Jesus hat nicht gesagt, ihr müsst mich lieben, weil ich Gottes Sohn bin. Er hat nicht gesagt, ihr müsst mich lieben, weil ich ein guter Lehrer bin. Er hat gesagt, ihr müsst mich lieben, weil ich bin. Ein Mensch ist nur dann ein Kind Gottes, wenn er Menschen lieb hat. Egal wie die sind. Ja, also die Tatsache, dass sie überhaupt Mordgedanken hatten, ganz egal, ob es Jesus gewesen wäre oder jemand anders, zeigt, dass sie nicht Gottes Kinder sind. Denn Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr die liebt, die nur euch lieben,
Also, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr Großes? Dann seid ihr nicht Abrahams Kinder, dann seid ihr nicht Israel, dann seid ihr wie die Heiden. Denn auch die Heiden lieben die, die zurückgeliebt, also die, die sie lieben. Aber schaut mal in Johannes in Matthäus 5, da sagt Jesus ganz deutlich. Und da seht ihr, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. In Matthäus 5 und dort Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. In der neuen Christopher Kramp Übersetzung von 2023 steht, liebt eure Staatsoberhäupter. Liebt eure Wissenschaftler. Liebt die Journalisten. Das ist, was da steht. Und glaubt mir, die echten Feinde der Endzeit sind viel feindlicher als das, was wir momentan erleben. Wenn überhaupt man davon Feindschaft sprechen kann, das ist ja, kann ja jeder denken, wie er will. Aber das ist nicht das Thema. Der Punkt ist, liebt eure Feinde, segnet durch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Jetzt kommt's, damit. Was heißt damit? Das ist dann die Folge. Nur wenn das Erste da ist, kann man von dem Nächsten reden. Damit ihr was seid? Söhne eures Vaters im Himmel. Wann ist man ein Kind Gottes? Wann ist Gott mein Vater im geistlichen Sinne? Da natürlich, Gott hat uns alle geschaffen. In dem Sinne können wir sagen, Gott ist der Vater von allen. Wenn wir die Feinde lieben. Nun, war Jesus wirklich der Feind von den Pharisäern? Sie haben ihn sich selbst zum Feind gemacht. Ja? Jesus war die liebenswürdigste Person, die es gibt auf dem Planeten. Aber selbst wenn er ihr Feind gewesen wäre, hätten sie ihn lieben sollen, wenn sie wirkliche Kinder Gottes sind. Das heißt, Jesus sagt, ihr wollt mich angreifen. Das ist eigentlich sehr interessant. Sie wollen ja sagen, ja, wir können ja nicht an dich glauben, weil du bist ja nicht unehelich geworden. Sie wollen ihn persönlich angreifen. Jesus sagt, es ist vollkommen egal, selbst wenn ich unehelich geboren, also selbst wenn ich ein Bastard wäre oder selbst wenn ich ein Krimineller wäre, ihr müsstet mich trotzdem lieben. Das Problem ist in eurem Herzen, das Problem ist nicht meine Persönlichkeit. Zurück zu Johannes. Johannes 8. Aber der Jesus geht noch weiter. Er sagt, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen. Das geht also noch einen Schritt weiter. Wir haben gesehen, biblisch müssten sie ihn lieben, egal wer er ist. Aber obendrauf kommt noch, dass er nicht nur irgendjemand ist, er ist nicht nur irgendein verworfener Sünder, er ist Gottes Sohn, er ist tatsächlich vom Vater gekommen und deswegen weiß Jesus, dass Gott nicht ihr Vater sein kann. Denn Gott ist die was? Die Liebe. Und wo keine Liebe ist, ist Gott nicht Vater. Punkt. Selbst wenn man alle Verse auswendig gelernt hat, wo Gott ist, da ist Liebe. Und wo keine Liebe ist, also echte biblische Liebe, jetzt nicht irgend so ein emotionales, aber wo echte biblische Liebe ist, echtes auch Aufopferungsbereitschaft, da ist Gott. Und wo das nicht ist, da ist Gott nicht. Da kann man, und ganz egal, ob man schon seit so und so vielen Generationen Mitglied der Kirche ist, der Gemeinde oder hier seit so und so vielen Generationen Same Abrahams oder so, spielt keine Rolle im Evangelium. Er sagt, ich bin von Gott ausgegangen. Wir wissen, in Johannes 1 stand schon, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und es wurde Fleisch. Jesus war ja Gott und er war von Gott gesandt, haben wir schon ganz oft gesehen. Jesus betont das immer und immer wieder. Und er sagte hier, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Und jetzt, wie geht es weiter? Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und das ist ganz interessant. Schaut mal mit mir in Johannes 7. Johannes 7, Vers 28 und 29. Da betont das Jesus auch, einige Tage vorher beim Laubhüttenfest. Wer mag denn mal lesen? Johannes 7, Vers 28. Und 29? Der im Tempel lehrte, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin, aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern
es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Und 29 auch? Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. So, und jetzt haben wir was ganz Interessantes. Frage: Wer hatte die Idee, dass Jesus auf die Welt kommt? Seid ihr sicher? Wer hatte die Idee, dass Jesus auf die Welt kam? Jesus selber? Jetzt, ja, was nur? Hatte Jesus die Idee oder Gott der Vater die Idee? Also war das so, dass Gott der Vater gesagt hat, Jesus, das ist dein Auftrag, geh. Und Jesus hat gesagt, na okay. War das so? Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Wer hatte die Idee? Lasst euren Finger hier. Geht mit mir zu Johannes 10. Also hier steht ganz deutlich, wir haben es zweimal gelesen, Gott hat ihn gesandt. Er sagt, nicht von mir selbst aus, sagt er. Nicht von mir selbst aus, sondern Gott hat mich gesandt. Aber gleichzeitig steht in Johannes 10, schaut mal in Johannes 10, und dort Vers 17 und 18. Darum liebt mich der Vater. Warum? Weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ja, was nun? Er sagt, ich bin nicht von mir aus gekommen, der Vater hat mich gesandt. Und jetzt sagt er aber, der Vater liebt mich, denn ich lasse es von mir aus. Könnt ihr das sehen? So, das müssen wir jetzt mal zusammenkriegen. Also, die Frage war natürlich auch ein bisschen gemein gestellt, weil die Idee war ja schon immer da. Die Idee ist ewig, ja. Also man musste nicht erst Gott, den Vater oder Jesus auf die Idee bringen. Ja, sie sind beide ewig, sie sind beide Gott. Der Plan der Lösung war schon immer da. Aber als Adam und Eva gesündigt haben, musste der Plan aus der Schublade geholt werden. Und der Plan musste jetzt auch umgesetzt werden. Es musste eine Entscheidung getroffen werden, ob dieser Plan auch getan wird. Ja? Gott ist kein Automat, der einfach automatisch funktioniert und nicht anders kann. Er muss sich dafür entscheiden. Er hätte auch sagen können, nein. Und dieser Vers macht ganz deutlich, Gott, der Vater, hat sich gefreut. Er liebt Jesus dafür, dass er sein Opfer, dass er da seinen, also diesen Vorschlag gemacht hat. Ellen White beschreibt, dass Jesus, als Adam und Eva gesündigt haben, sie voller Mitleid angesehen hat. Noch lange bevor Adam und Eva auf die Idee gekommen sind, dass sie Buße tun müssen, ne? Hat sie mit Mitleid angesehen und ist zum Vater gegangen. Und wisst ihr, wie oft er zum Vater hineinging in das innerste Licht und wieder rauskam, um mit ihm zu reden und ihn davon zu überreden, oder zu reden, aber eben sozusagen zu sagen, lass uns das machen, wie oft? Ellen White sagt dreimal. Ellen White sagt, er ist dreimal hinein. Und dann sagt sie, ein Engel hat ihr gezeigt, dass es sogar für den Vater im Himmel ein Kampf war. Sogar der Vater hat mit sich gerungen. Jesus hat den Vorschlag gemacht. Das heißt, sofort, es war freiwillig. Das ist ganz, ganz entscheidend. Jesus hat freiwillig sein Leben gegeben. Er ist nicht dazu geschaffen worden. Er ist nicht dazu gemacht worden, nicht dazu abkommandiert worden. So, jetzt mach mal. Dann hätte das Opfer keinen Wert. Dann hätte auch ein Engel sterben können. Engel hätte man auch abkommandieren können, sagen können, mach mal. Engel hätte es gemacht. Ja, es gab Engel, die bereit waren, das zu tun. Aber es war die Freiwilligkeit des Sohnes Gottes selbst. Das heißt, es war nicht gezwungen. Aber jetzt kommt noch mehr. Es war auf der einen Seite war es freiwillig, aber auf der anderen Seite hat Jesus ja offensichtlich die Zustimmung seines Vaters gesucht. Es war also nicht unabhängig, sondern gesandt. Jesus kam auf die Erde freiwillig und gesandt. Das heißt, er kam nicht gezwungen, aber er kam auch nicht unabhängig. Mit anderen Worten, es war sein Wille, aber er hat sich gleichzeitig dem Vater unterstellt. Das eine Extrem wäre gewesen, wenn er einfach gezwungen worden wäre, er hätte einfach das ausführen müssen, so, ja,
So. Das andere wäre gewesen, ich will die Menschen retten, Gott will es nicht, egal, ich mach's trotzdem. Und ihr werdet sehen, in unserer menschlichen Natur, wir neigen immer zum einen oder anderen. Ja? Wir neigen entweder dazu, einfach nur blinden Kadaver gehorsam zu machen, ja? Egal was die Obrigkeit sagt, wir machen das einfach ohne nachzudenken. Ja? So, ne? Oder wir neigen dazu, unabhängig zu sein. Ja? Die Vereinigung sagt das, ist mir vollkommen egal, ich mache jetzt, was ich will. Ja, ich bin von Gott gesagt, ich bin freiwillig, ja, ich will das jetzt tun, ich war, Gott führt mich und so. Jesus war nicht so. Jesus betont, ich tue das nicht hier in einem Geist der Unabhängigkeit. Nicht so, ich mache, was ich will, weil ich denke, dass es richtig ist. Er hat sich die Erlaubnis vom Vater geholt. Sogar für die Erlösung der Menschen. Das ist ein interessanter Punkt. Freiwillig, nicht gezwungen, aber dem Vater unterstellt. Daran erkennt man geistliches Handeln. Wenn Menschen etwas freiwillig für Gott tun, aber nicht im Geist der Unabhängigkeit. Du wolltest das sagen? Ja. Ich wollte sagen, dass man aus dem Vers nicht direkt eben diese Spannung entnehmen kann, die du jetzt gezeigt hast, aber die trotzdem da drin steckt, weil Jesus sagt immer wieder, er ist gesandt worden und er ist gekommen. Mhm. Also es ist schon dieser Ruf von dem Vater oder dieser Auftrag, und Jesus folgt dem, aber dass der Vater überhaupt diesen Auftrag gibt, das hat eben so eine gewaltige Spannung, finde ich, weil es beinhaltet, dass der Vater sich vom Sohn trennen muss. Ja. Und diese Trennung, jetzt noch abgesehen davon, dass Jesus ja nicht zum Spaß auf die Welt gekommen ist, sondern wirklich hier auch den Tod erleiden muss, aber überhaupt diese Trennung von beiden ist gewaltig, dass man auch verstehen kann, der Vater sagt es nicht einfach leichtfertig. Ja, und deswegen sagt Jesus, der Vater hat mich lieb. Das heißt mit anderen Worten, das kann man gar nicht so mit wenigen Worten ausdrücken. Als Jesus zum Vater kam, diese dreimal, hat der Vater innerlich gerungen, ob er das machen soll, aber gleichzeitig hat er sich gefreut. Er hat sich gefreut, dass Jesus freiwillig diesen Vorschlag macht. Dass er ihm das nicht befehlen muss, weil dann hätte das Evangelium nicht funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Gott es ihm befohlen hätte von sich aus und Jesus dann nur Befehlsempfänger gewesen wäre, dann wäre der gesamte Gehorsam, den er geleistet hat, nicht übertragbar gewesen. Das heißt, die Tatsache, dass wir eine Gerechtigkeit bekommen, die uns angerechnet wird, ist nur deswegen möglich, weil es ein freiwilliger Gehorsam ist. Einer, der nicht sozusagen notwendig war. Und dieses gleichzeitig, dass er sich freut, dass er jetzt den Sünder rechtfertigen kann und gleichzeitig gerecht bleiben kann und trotzdem dafür so ein Opfer bringen muss und deswegen zögert, ja, das kann man sich gar nicht in Sätze vorstellen, das steckt dahin. Und das ist ja letztendlich, klar, man kann, also das ist ja letztendlich, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja. Für uns wirkt das oft wie so eine Spannung, aber das glaube ich nur deswegen, weil wir noch gar nicht so gewöhnt sind, so im Reich Gottes zu denken. Weil für Gott ist das ganz klar, also für Jesus ist das ganz klar, man kann freiwillig Gott dienen und ihm völlig untertan sein. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, was du sagst, es sollte für uns genauso sein, dass wir den Gehorsam von Gott erbitten. Ja. Unser Wille ist, Gott zu gehorchen und trotzdem Gott uns dazu befähigt und wieder schickt. Ja. Ja, genau. Gott möchte, dass wir freiwillig für ihn dienen, dass wir ihn aus freien Stücken lieben und ihm gleichzeitig gehorsam sind. Ja, das ist genau das. Gehen wir noch ein ganz Stückchen weiter. Johannes 8, Vers 43. Johannes 8, Vers 43. Wer mag den lesen? Den könnt ihr jetzt wahrscheinlich nach dem letzten Offenbarungsseminar schon selbst auslegen. Wer mag Vers 43 lesen? Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Genau. Was hatten wir in Offenbarung gelesen? Wer Ohren hat, der höre. Hier habt ihr jetzt ein Beispiel von Leuten, die nicht gehört haben. Die haben Jesus gehört und sie haben nicht gehört. Jesus hat gesagt, wer die Wahrheit wird euch frei machen und sie haben nicht gehört. Er hat gesagt, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Sie haben nicht gehört. Ja? Er hat gesagt, wenn ihr glaubt, dass ich bin, und sie haben nicht gehört.
Sie haben nicht zugehört, was er sagen wollte, und deswegen verstehen sie ihn nicht. Die haben das Gehörte nicht aufgenommen. Genau, sie waren nicht offen dafür, dass Jesus ihnen was zu sagen hat. Schaut doch mal in Vers 27, heißt es ja ganz deutlich in Vers 27, sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redet. Ja, da gibt es eine echte Denkblockade, aber warum ist die da? Nicht, weil sie dumm sind. Die waren ja die klügsten Theologen der damaligen Zeit. Sie kannten die Bibel, aber sie wollten nicht sich Jesus öffnen. Sie haben nicht diese Ohren gehabt, von denen wir im Offenbarungsseminar gerade gehört haben. Sie hatten kein Herz. Vielleicht könnt ihr auch, ja genau, ihr Herz war nicht offen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an Johannes 6, wo viele Jünger dann sagen von Jesus, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Als Jesus gesagt hat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wo er deutlich gemacht hat, euer ganzes Leben hängt von mir ab. Wenn ihr nicht, also von meinem Tod für euch lebt, also, und das konnten sie nicht hören. In Apostelgeschichte 7 kennt ihr, wie Stephanus sagt, ihr Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Nicht wahr? Wie widerstrebt ihr alle Zeit dem Heiligen Geist? So wie eure Väter, so auch ihr. Das ist genau diese Sache hier. Und wir wissen, wer nach dem Fleisch lebt, der kann Gott und seinem Gesetz sich nicht unterordnen und ihm nicht gefallen. Und jetzt kommen die Worte, die das Ganze zur logischen Schlussfolgerung führen, nämlich in Vers 44. Wer mag die mal lesen? Ihr habt den Teufel zum Vater. Was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn ihr die Lügen redet, so redet er aus seinem Eigen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Genau. Im Griechischen kommt es sogar noch ein bisschen deutlich aus. Da heißt es, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Das ist so ähnlich wie in Vers 42. Er sagt, ich bin von Gott ausgegangen. Ja, ich habe eine Gemeinschaft mit Gott und ich bin von Gott aus der Gemeinschaft ausgegangen. Er sagt, ihr seid hier unterwegs, nachdem ihr quasi Gemeinschaft mit dem Satan gehabt habt. Und woran erkennt man, dass sie Satans Kinder sind? Nach diesem Vers? An zwei Dingen. Nämlich an, sie wollen Jesus umbringen und sie lügen darüber. Er ist ein Menschenmörder und ein Lügner. Wie war das in 1. Mose 3? Hat er gelogen? Ja. Von Anfang an hat er gelogen. Sollte Gott gesagt haben, na, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ja, mit dem Ziel, sie in den Tod zu führen, ja? Damit sie nicht mehr vom Baum des Lebens essen dürfen, damit die Strafe, denn an dem Tag, wo er davon ist, musst du gewisslich sterben, damit das sie trifft. Er wollte sie töten von Anfang an, er war ein Menschenmörder. Schaut mal mit mir in 1. Johannes Kapitel 3. Und dort Vers 8 und 10. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. 1. Johannes 3, Vers 8. 1. Johannes 3, Vers 8. Das hier gilt nicht nur für Leute, die einen Mord planen. Weil man kann leicht sagen, ah, naja, ich habe noch nie einen Mord geplant. Da bin ich jetzt erstmal, da falle ich nicht unter das, was hier Johannes 8, Vers 44 sagt. Aber die Bibel sagt, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mit anderen Worten, wenn mir die Sünde gefällt und ich an der Sünde festhalte und auch wenn ich sonst in die Gemeinde gehe und singe und bete und aber die Sünde nicht aufgeben will, ist nicht Gott mein Vater, sondern der Teufel. Nun, kann es passieren, dass ein Kind Gottes mal sündigt? Kann es passieren, dass ein Kind Gottes fällt? Dass es sich verführen lässt und wieder aufstehen muss und den Weg mit Gott weitergehen muss, das passiert. Aber wenn ich, jede Sünde, die wir tun, kommt nicht von Gott, sie kommt von Satan. Es ist auch in diesem Moment, dass wir dem Satan nachgegeben haben, ja, dass wir ihm gefolgt sind. Und wenn es nur für einen Moment gewesen ist, die Sünde kommt immer vom Teufel. Und wenn ich an der Sünde gefallen habe, wenn ich in der Sünde lebe, wenn ich das sogar plane und ausführe und darin nicht mehr aufhören möchte, dann bin ich bei dem Satan und nicht bei Gott. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir uns die Frage stellen müssen, gibt es Sünde in meinem Leben, an der ich festhalte?
Das ist eine ganz andere Frage. Gibt es Dinge, von denen ich weiß, Gott möchte sie nicht, aber ich tue sie trotzdem und denke vielleicht, aber ich tue ja so viele gute geistliche Dinge und ich tue so viel Gutes für Gottes Werk, da kommt es auf diese Sache vielleicht nicht drauf an. Ja? So haben wahrscheinlich die Pharisäer auch gedacht. Und das war das Resultat. Sie waren Kinder Satans. Obwohl sie dachten, Kinder Gottes zu sein. Kinder Abrahams. Ja? Die Treuesten der Treuesten. Die Konservativsten der Konservativsten. Ja, das waren die Pharisäer. Aber sie waren hier. Und das war natürlich, das war sehr deutlich. Und hier sehen wir, Jesus hat ein unglaubliches Taktgefühl. Wenn er persönlich angegriffen wird, ignoriert er das einfach. Aber wenn gar nichts anderes hilft, kann er wie ein Chirurg bis in die allertiefsten Tiefen der Organe hineinschneiden und sagen, hier ist das Problem. Ihr habt den Satan zum Vater. Du hast dich gemeldet, ja. Ich finde, da klingt auch wieder, was Johannes der Täufer schon gesagt hatte, als er sagte, Schlangenbrut und Otternzucht, das sind auch die Kinder von etwas Bösen oder auch gerade die Schlange Satan, ist ja, die Ähnlichkeit genau. Groß. Ja genau, das hatten wir das letzte Mal auch schon kurz angedeutet, dass Johannes der Täufer im Prinzip eigentlich, oder der Heilige Geist hat durch Johannes den Täufer die Menschen auf diesen Tag hier vorbereiten wollen. Dass Jesus ihnen das hier nicht sagen muss. Ja? Und hätten sie damals Johannes dem Täufer geglaubt, dann hätte Jesus diese Sätze nie sagen müssen. Ja? Aber sie haben Johannes den Täufer verworfen, also ist es ihnen noch schwerer gefallen, dann Jesus anzunehmen. Und das ist das Problem. Übrigens, tatsächlich, ich weiß nicht, wie ihr den Vers 44 am Ende versteht, in Johannes 8. Da heißt es ja in Vers 44, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja, und das, im Deutschen klingt das auf jeden Fall so, als ob es sich auf die Lüge bezieht, also ein Vater der Lüge. Ja, aber im Griechischen könnte es sowohl Vater der Lüge sein, als auch Vater des Lügners. Ja, das könnte also auch gut möglich sein. Das kann man, macht am Ende auch keinen großen Unterschied, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Genau. Das nächste Mal schauen wir, wie es weitergeht. Da kommt nämlich noch mehr und noch weitere großartige Sätze in diesem Gespräch. Also ihr könnt euch natürlich vorstellen, die Pharisäer, also es gab Leute, die haben an Jesus geglaubt und die jetzt nicht an Gott geglaubt, nicht an Jesus geglaubt haben, die waren natürlich bitter. Und hier ist eine weitere Weichenstellung. Hätten sie hier an Jesus geglaubt, viele hätten vielleicht noch gerettet werden können. Aber jetzt pendelt sich natürlich alles mehr auf das letzte halbe Jahr ein, was dann im Kreuz münden wird. Und Jesus zeigt ihnen immer wieder, ich weiß, was ihr vorhabt. Und ich zeige euch den Spiegel. Ja? Hört auf, bevor es zu spät ist. Ich kann euch vergeben. Ich kann euch frei machen. Aber dazu muss man wollen. Dazu muss man hören. Und wir wollen hören und wollen jetzt beten. Und ich lade euch ein, dass wir niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir diese Worte lesen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass wir solch einen Charakter bekommen wie Jesus, der, als er wirklich massiv öffentlich angegriffen worden ist, es dir übergeben hat und stattdessen versucht hat, seine Angreifer an das Evangelium zurückzuerinnern. Wir möchten dich bitten, dass du uns vor der Täuschung bewahrst, zu glauben, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir in Wirklichkeit an Sünde festhalten. Sondern hilf uns, jeden Tag aufs Neue zu sehen, dass es mehr als genügend Kraft gibt, dass du uns von Sünde reinigen möchtest, dass du uns Sünde vergeben möchtest und uns helfen kannst und willst, ein Leben zu leben, das dir wohlgefällig ist. Und Herr, darum bitten wir dich. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du es in unserem Leben realisierst durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen.